Hallo Leute und herzlich willkommen. Mein Name ist Simni. Wenn ihr auf diesem Kanal seid, kennt ihr mich vielleicht schon als Let's Player oder als Co-Kommentator bei Filmkritiken und dergleichen. Gleich mal vorweg, das hier ist ein reines Audioformat, also ihr könnt das auch einfach nebenbei laufen lassen. Ich mache das über YouTube, weil wir dort zum Beispiel im Gegensatz zu sowas wie Soundcloud nichts bezahlen müssen, wenn wir eine größere Datenmenge haben, was ich ganz angenehm finde, aber trotzdem wird hier einfach nur ein Logo eingeblendet werden. Gut, ich werde diesen Audiolog, wie ich es jetzt einfach mal nenne, was es ja letzten Endes auch ist, folgendermaßen aufbauen. Ich werde erstmal kurz über meine Let's Plays reden, falls ich irgendwelche Anmerkungen bekommen habe und wie ich allgemein damit verfahren werde und dergleichen. Dann werde ich kurz darüber reden, was ich in letzter Zeit gezockt habe oder beziehungsweise was ich angespielt habe. Da kommen wir dann aber später zu. Und dann werde ich mir für jeden Audiolog ein Thema suchen quasi. Und dann frei darüber reden. Das könnte eine Weile dauern. Also kann es durchaus sein, dass es hier eine halbe, dreiviertel Stunde geht, in der ich einfach nur frei durchweg rede. Wenn ich heute ein bisschen huste, das tut mir leid. Das ist nicht beabsichtigt und ich hoffe, ich habe euch eure Ohren jetzt gerade nicht zerstört. Gut. Kleine Anmerkung. Falls einer von euch sowas wie Jingles entwerfen kann, wäre ich ihm sehr dankbar. Ich bezweifle aber, dass unter den Leuten, die sich das hier anhören, jemand dabei ist. Aber einfach bloß mal pro forma gleich mal von weg. Ich würde mich tierisch darüber freuen, würde, dass jemand so Trainer-Jingles in der Art sowas machen können. Generell auch für unseren Kanal. Wenn das jemand kann, wir werden euch zu großem, großem Dank verpflichtet. Gut, fangen wir an. Zu meinen Let's Plays. Im Moment mache ich noch Fire Emblem 7 und Paper Mario. Ich habe aber beschlossen, das Ganze so ein bisschen so, wie sagt man, seasonartig aufzubauen. Das sind also die beiden, die gerade laufen. Und erst wenn die beiden zu Ende sind, geht's mit den anderen weiter. Ich habe zwar wahrscheinlich in einem anderen Video schon mal was anderes gesagt, aber das tut ja nichts zur Sache. So habe ich mich jetzt entschieden und dabei bleibt's. Danach werden die nächsten zwei Projekte, ich werde nochmal zwei Projekte machen und vielleicht noch so ein kleines Nebenprojekt, aus der Reihe Semi spielt angewählt. Das mache ich auch seasonartig, das heißt, für Season 2 sozusagen, kommen davon die ersten beiden. Das werde ich dann aber nochmal zusammenfassen, sobald der letzte Teil davon aufgenommen ist. Das heißt, wenn ich jetzt mit Fire Emblem durch bin, was in 5 Wochen, glaube ich, soweit sein könnte, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, wird erstmal jeden Tag Paper Mario kommen. Das heißt, das dürfte dann auch relativ schnell vorbeigehen. Bloß damit ihr das schon mal wisst, bloß damit ihr euch darauf einstellen könnt, das Voting sozusagen, welche danach kommen, wird gestartet, sobald Fire Emblem vorbei ist, damit man auch genug Zeit hat, darüber abzustimmen und so weiter und so fort. Gut. Anmerkungen. Man hat ein paar Anmerkungen gemacht. Ein paar kamen von Cliff, ein paar kamen von einem anderen Kumpel und noch von dem dritten. Will ich jetzt einfach mal kurz drauf eingehen. Mir wurde gesagt, dass ich nicht mehr so andere Let's Player und dergleichen so im größeren Rahmen erwähnen soll. Ja, das passiert bei mir meistens, wenn ich solche Sachen gucke, bleiben die bei meinem Kopf hängen. Und dann erwähne ich sie, weil ich sagen will, ich will nicht so sein wie. Das versuche ich rauszukriegen. Das funktioniert mittlerweile auch ganz gut, aber ab und zu bleiben solche Zitate einfach hängen, die einfach kultig sind. Ich versuche es rauszukriegen. Punkt Nummer 2. Meine Atempausen sind falsch gesetzt. Kam einfach bloß mal so frei. Ich atme. Und ich achte nicht darauf, wie ich atme. Und ich denke nicht, dass ich daran was ändern kann. Ich kann versuchen, mich darauf zu konzentrieren. Aber an und für sich wüsste ich nicht, wie ich das anders machen kann. Denn Luft brauche ich nun mal. Und ich ich hatte sowieso schon einen schlechten Atemrhythmus schon immer gehabt. Da weiß ich halt nicht, ob da sich was dran ändern kann. Dann, es wirkt, als hätte ich mir was vorbereitet, was ich im Nachhinein noch reinwerfe. Stimmt so nicht. Ich gehe komplett unvorbereitet in Let's Play, in die Angespielt vielleicht minimal vorbereitet, dass ich mir vorne mal was angucke oder dergleichen. Aber mir auch nicht. Ich rede allgemein so, dass wenn ich über etwas rede, wenn ich etwas erzähle, werfe ich plötzlich noch Fakten ein, die ich vorher vergessen habe zu erwähnen. Das ist bei mir seit
was ich lesen kann, so drin, wenn ich darüber erzählen soll, was im Buch passiert ist, das ich gerade gelesen habe, habe ich das immer genauso gemacht. Das werde ich nicht rauskriegen. Das ist bei mir fest verankert. Wenn es euch stört, tut es mir leid, dann bleibt mir nur zu sagen, entweder ihr könnt es akzeptieren oder ihr guckt halt meine Videos nicht mehr. Was anderes kann ich dazu jetzt leider nicht sagen, tut mir leid. Ich überlege gerade, war noch was Drittes bei gewesen, dass ich manchmal vielleicht nicht 100% motiviert wirke. Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich eigentlich versuche, das ja als regelmäßig zu machen. Dann erwische ich vielleicht mal einen schlechten Tag. Oder ich habe vorher was aufgenommen oder ich nehme halt so eine Weile am Stück auf und da ist ein bisschen was schief gegangen. Das war sehr, sehr hart bei Spider-Man der Fall, weil ich wollte dieses Projekt durchziehen, weil es sehr leicht und sehr spaßig in Erinnerung hatte und war dann am Ende vielleicht ein bisschen gefrustet. Das soll nicht die Regel sein. Ich versuche eigentlich, wie gesagt, zwar eine gewisse Regelmäßigkeit drin zu haben, aber es macht mir auch Spaß und wenn ich vielleicht manchmal nicht so wirke, dann liegt das mehr daran, dass ich allgemein eine etwas gleichmäßige Stimme habe, wenn ich sie nicht gerade verstelle oder wie ganz komisch rede, wie ich das so gern tue. Deswegen, also da versuche ich darauf zu achten, dass ich mich ein bisschen mehr dran halte. Auf jeden Fall, denn danke, halt, wie gesagt, wenn du ein spezielles Beispiel dran haben kannst, der mir das gesagt hat, dann kannst du mir in die Kommentare schreiben oder wenn es dir nochmal auffällt, sag mir einfach Bescheid, dass ich dann weiß, darauf sollte ich achten. Gut, das war's. Was zocke ich zurzeit? Das unterteile ich eigentlich in die verschiedenen Konsolen, die ich habe. Denn ich habe nun mal alles außer der Wii U. Ja, gut. Deswegen, ich werde nicht groß drüber reden. Ich werde jetzt kurz andeuten. Oder zumindest sagen, was ich spiele. Und dann würde ich sagen, wenn ihr Interesse an einem der Spiele habt. Oder wenn ihr wollt, dass ich mal so meine richtigen Eindrücke da zu schildere. Oder wenn ihr vielleicht mit mir darüber reden willst. Also einer von euch mit mir darüber reden will. Das geht jetzt gerade vor allem an Dedes, Sephiron oder Cliff. Dann sagt noch einfach Bescheid, dann kann man das ja auch mal so als kleines Video nebenbei machen. Also, fangen wir an. Auf der PlayStation 3 spiele ich zurzeit Bioshock Infinite. Es ist zwar shooterartig und ich habe ein tierisches Problem mit Motion Sickness, aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Hat mir den Inhabern des 1 kleinen Games Land hier in Leipzig empfohlen und Top-Spiel, kann ich nichts gegen sagen. Es ist echt super, Atmosphäre, Charaktere, alles. Auf der Xbox 360 spiele ich eigentlich quasi schon seit Jahren, aber im Moment wirklich auch mit dem Fokus darauf, es durchzukriegen. Und ich bin auch bald durch Lost Odyssey. Lost Odyssey von Mistwalker, eins eigentlich so mit das Rollenspiel auf den neuen Konsolen, also das rundenbasierte Rollenspiel, sollte man dazu vielleicht sagen. Davon gibt es ja leider nicht mehr so viele. Finde ich schade, aber das Spiel zeigt halt, man kann auch das immer noch machen und es kann immer noch wunderschön und wunderschön ist Ansichtssache, aber es kann immer noch ein wunderbares Spiel sein, das einem wirklich Spaß macht. Auf dem 3DS spiele ich das Spiel, was ich jetzt in den letzten Wochen gefühlte 100 Mal erwähnt habe. Fire Emblem Awakening. Ich will euch nicht weiter mit nerven, wenn ihr damit sowieso nichts anfangen könnt. Ist es ja sowieso vergeben, liebensmüde darüber zu reden. Ich bin total begeistert von dem Spiel und wie gesagt, falls ihr eine Zusammenfassung von mir wollt, oder also was heißt Zusammenfassung, also eine Wertung von haben wollt, schreibt es doch in die schreibt es doch in die Kommentare. Hey! PS Vita, Persona 4 Golden. Ich bin immer noch nicht durch, habe im Moment, glaube ich, 40 Stunden reingesteckt, ist aber halt ein wirklich langes Rollenspiel. Ich habe damals schon das Original geliebt, gesuchtet bis zum geht nicht mehr. Deswegen versuche ich mich hierbei so ein bisschen zu zügeln. Am PC ist es im Normalfall Bastion, eines der wunderschönsten Spiele, die ich hier gespielt habe, oder Awesome Knots. Und nebenbei bastle ich immer noch ein bisschen beim RPG Maker rum. Das wird als Test an Cliff und Sephiroth gehen, wenn es dann irgendwann fertig wird. Das könnte eine Weile dauern, da ich im Moment auch nicht so motiviert dahinter bin. Gut. Gibt es sonst, genau. Erwähnen möchte ich kurz. Es waren im PlayStation Plus, also ich bin PlayStation Plus Mitglied, in der Zeit ziemlich viele Spiele dabei, die ich einfach mal kurz anschneiden würde, weil sie mir eigentlich alle relativ gut gefallen haben. So, da wären Okami HD. Ich habe vorher noch nie Okami gespielt gehabt. Ich finde das Prinzip aber echt cool. Der Stil ist gut und
Es sieht in HD echt schnieke aus. Kann man nichts gegen sagen. Das Einzige, was mich stört, ist diese Pseudo-Spracheinspielung, die einfach nur viel zu laut ist und die man nicht abbrechen kann. Aber ansonsten, ja, erster Eindruck ist spitze. Der Herr der Ringe, Krieg im Norden. Nun, es ist ein nettes Spiel. Es ist ein nettes Spiel. Sehr simpel gehalten, sehr tunnelartig gehalten. Stört mich auch nicht weiter. Ich kann es mir Multiplayer sehr gut vorstellen. Hatte bis jetzt auch nicht die Gelegenheit, es Multiplayer zu spielen. Gut, The Cave. The Cave von Ron Gilbert, dem Monkey Island Schöpfer. Ich hatte das Spiel eigentlich schon, aber mein Laptop ist zu langsam für das Spiel. Ich habe keinen schlechten Laptop, aber irgendwie will es nicht und das heißt, die Figuren laufen Slow Motion. Und, hey, I'm a speaking cave. Ich find's klasse. Also, erstmal, wie gesagt, falls mehr, dann mich bitte anschreiben. Joe's Danger the Movie. Einfach lustig. Ist so kleiner Art Mini-Stunt-Spiel mit Bewertungen. Es macht Spaß. Es macht Spaß, kann man so nebenbei mal machen. Und Roger's Last Resort, Last Reward. Im gewissen Sinne Adventure-artig. Man muss immer aus einem Raum entkommen, so wie ich es verstanden habe. Man muss immer irgendwo raus entkommen. Und muss dafür verschiedene Sachen in dem Raum kombinieren. Die Ansicht, also wie man es sieht, ist nicht so mein Fall. Also ich mag diese aus Pseudo-Ego-Perspektive eigentlich nicht. Aber dafür sind die Rätsel motivierend. Also ich habe 2 davon bis jetzt gemacht und es macht echt Spaß. Kann man auch mal so schön nebenbei spielen. Genau. Gut, und nun zu meinem Thema. Ich hatte ja ursprünglich mal angekündigt, ich werde mir für dieses Format hier vielleicht auch mal Gäste einladen. Heute natürlich nicht. Erstmal ist es die erste Folge und zweitens ist das Thema auch relativ persönlich. Ich finde, das kann man besser alleine erzählen, als mit jemandem darüber zu sprechen. Beziehungsweise, wenn man darüber spricht, dann verliert man sich zu sehr an Anekdoten. Deswegen versuche ich es einfach mal knapp an den wichtigsten Punkten abzuhandeln. Das Thema ist, wie bin ich zum Videospielen gekommen? Gut, laut meinen Eltern, also laut meiner Mutter speziell, habe ich immer bei Freunden der Familie, als ich noch sehr klein war, so, na, sagen wir mal 3-4 Jahre alt, vielleicht auch 5, so in dem Dreh auf jeden Fall, nee, 3-4 muss gewesen sein, bin ich anscheinend immer ins Nachbarzimmer gegangen, wenn wir bei Freunden der Familie waren, von denen ich den Namen nicht mehr kenne, und die hatten dort ein Sega. Ich weiß nicht, ob es Mega Drive oder Dreamcast war, ich erinnere mich gar nicht dran. Und ich habe dort immer Sonic 2 gespielt. Warum ich trotzdem weiß, dass ich Sonic 2 gespielt habe? Ich habe irgendwann damals Sonic 2 gesehen und wusste, das kennst du. Das kennst du. Woher kennst du das? Wie kann das in deinem Kopf sein? Du hast es noch nie vorher gespielt. Und dann hat mir dann meine Mutter das dir mal erzählt. Ansonsten, waren, davon mal abgesehen, waren meine ersten Spiele, die habe ich damals bei meinem Vater gespielt, nachdem sich meine Eltern getrennt hatten. Winter Sports, ich glaube 97, noch in DOS-Grafik. Wo ich nichts außer, ich glaube, Skispringen auch nur annähernd richtig hingekriegt habe. Sportspiele waren noch nie meins. Und das erste oder zweite Hugo. Hugo, wer es noch kennt, kleiner Kobold. Immer, der läuft von alleine, du musst hochspringen oder dich ducken, um irgendwo durchzukommen. Haben, glaube ich, viele in ihrer Kindheit gespielt, die so in meinem Alter sind. Ich bin 91er Jahrgang. Ach ja, die Tropfen von damals, nicht wahr? Nee, genau. Dann der Game Boy. Beziehungsweise in meinem Fall der Game Boy Color. Ich habe mit dem Game Boy Color angefangen. Auch wenn ich vorher schon mal bei dem neuen Freund meiner Mutter Game Boy gespielt hatte. Also Tetris und Mario. Also was damals so üblich war. Mit dem Color habe ich dann aber selber angefangen. Hatte damals so eine kleine Spielesammlung dafür. Und ich weiß nicht mehr, irgendwas hatte ich noch bekommen. Das hat, ich glaube, Sylvester und Tweety, was ich nie durchbekommen habe, weil es so brachial schwer war. Ich hatte keinen Super Nintendo, ich hätte aber fast einen bekommen. Aber der war noch bei den anderen Kindern, des Freundes meiner Mutter. Und ja, da ist anscheinend ein Blitz eingeschlagen, der Super Nintendo war Schrott. Sonst hätte ich den gehabt. Schade. Ich hätte ihn zu gerne gehabt, vor allem, weil er Magic Quest hatte. Oh, Mickey. Ich war damals schon tierster Disney-Fan und ein Spiel mit Mickey, wo du rumspringen konntest.
Wäre zu schön gewesen. Und warum ich so komisch lache, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich bloß gerade dran, weil ich das einmal dort gesehen hatte, einmal dort gespielt habe, genau wie Super Mario Land. Ja, Super Mario Land. Und ich konnte es halt nicht spielen, weil der kaputt war. Schade. Echt schade drum. Gut, nächster einschneidender Punkt. Ich habe davon damals nicht viel mitbekommen. Aber zwei Klassenkameradinnen waren tierste Fans der Pokémon-Fernsehserie. Ich habe die damals nicht von Start an mitbekommen und habe dann halt aufgrund der Sprüche, die sie gebracht haben, und so einfach mal reingeschaltet. Die erste Folge, die ich gesehen habe, war die, wo Ash sich Slimog, wollte ich gerade sagen, mit Ash, ja, Slimog, die Slimog gefangen hat. Und ich fand's cool. Und dann, es gibt Videospiel dazu. Also hatte ich mir damals die blaue Edition gewünscht und habe sie auch bekommen. Und wie vermutlich alle, die damit angefangen haben, war ich tierisch begeistert von. Und das zog sich auch über Jahre hinweg noch so weiter. Also Pokémon, wahrscheinlich wäre ich ohne Pokémon nicht der Zocker, der ich heute bin. Das weiß ich aber nicht. Das wäre zu viel gesagt. Aber ich glaube, das war so der erste Schritt in Richtung Rollenspiel, weswegen man das, glaube ich, so schon fast so stehen lassen kann. Dann habe ich am PC, nachdem ich meinen eigenen bekommen habe, beziehungsweise nachdem ich den alten von meiner Mutter und ihrem Freund bekommen habe, viel solche Spiele wie Anno 1602 habe ich viel gespielt, allerdings mit einem Kumpel mehr. Ansonsten habe ich Adventure gezockt. Monkey Island 3 ist, glaube ich, aber das einzige, was ich durchbekommen habe. Ich war bei vielen so kurz vorm Ende, unter anderem Floyd, was auch in meiner Spielanreihe ist. Da war, glaube ich, ein Bug. Deswegen kam ich doch nicht weiter. Schade drum, aber ich habe viel verschiedene Adventure gespielt und ich habe das auch richtig gern gemacht, gerätselt. Im Notfall mal in eine Hilfe geguckt, weil manche Rätsel sind ja echt so absurd. Da kommst du einfach selbst mit rumprobieren nicht drauf. Vor allem nicht mit so 7, 8 Jahren. Naja. Nächster einschneidender Punkt. Ich habe damals von... Moment. Dem Sohn der festen Freundin meiner Tante. So war es richtig. Eine PlayStation 1 bekommen. Darauf hatte ich aber nur Sportspiele. Und eine kleine Demo auf der, wie heißt das, Medieval? Mit dem Skelettritter. Und Tekken und noch ein paar andere drauf waren. Das waren die einzigen beiden, die ich gespielt habe. Ach, Tekken. Ich habe damals schon wieder im Abschnitt. Ich weiß gar nicht warum. Und dafür habe ich mir dann, nachdem wir es irgendwie in einem kleinen Laden übelst teuer gesehen haben, das habe ich dann zu Weihnachten bekommen, Final Fantasy 9. Ich habe Final Fantasy 9 so gerne gespielt. Ich hatte es auch damals auch nicht durch. Bin mittlerweile kurz davor wieder mal. Ich habe viele Spiele in meinem Leben nicht durchgespielt, das muss ich einfach mal dazu sagen. Und kurz danach wurde es überall günstiger. Ich habe mir einen Arsch gebissen, weil es für den doppelten Preis, und hätte es die Hälfte gekostet, hätte ich es recht bekommen. Und so musste ich aber bis Weihnachten warten, was dann immer noch 3 Monate war. Und es lief öfter bei mir so. Ich habe Spiele bekommen oder Spiele irgendwo gefunden. Kurz danach gab es die überall und viel günstiger, als ich sie hatte. Als ich dafür bezahlt hatte. Hat mich tierst geärgert damals. Auf jeden Fall hatte ich mit dem Spiel echt tierst viel Spaß. Richtig, richtig viel Spaß. Das war aber auch so ziemlich das Einzige, was ich da drauf gezockt habe. Also abgesehen von NHL und FIFA 2002 oder 1 war das, glaube ich, wo man was eher Button-Mashing als irgendwas anderes war. Und nebenbei habe ich auch generell viel FIFA mit Cliff gezockt. Fällt mir gerade mal so auf. Nächster Punkt. Ein Kumpel von mir. Er hieß Olli. Und er heißt immer noch Olli. Ich kenne ihn auch heute noch. Aber wir sind nicht mehr so eng befreundet wie früher. Ein bisschen schade drum. Hat mir damals mal seine Gamecube für ein paar Wochen dagelassen. Das heißt, ich habe Zelda Wind Waker gezockt. Ich habe Mario Sunshine gezockt. Ich habe Mario Party haben wir denn für uns entdeckt. Vor allem Cliff und ich. Oh, Mario Party war unser Spiel. Das kann man wirklich so sagen. Das ist unser Spiel. Wenn es irgendeins gibt, was diesen Titel verdient, ist es Mario Party. Und ich glaube, es war Teil 6, mit dem wir es richtig angefangen haben. Und dann nach und nach uns die anderen besorgt. Also er sich nach und nach die anderen besorgt hat. Und wir haben alle gesuchtet bis zum Get-No. Das hat echt Spaß gemacht. Und habe mich da halt viel ausprobiert, war größtenteils Nintendo-Ware, die ich dann gespielt habe. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, hab dann mir meine eigene besorgt, als Smash Football rauskam.
Und ja, damals, zumindest Fußballspiele fand ich noch nett. Fußball habe ich mir gezwungenermaßen ab und zu angeguckt, weil zu der Zeit waren, glaube ich, auch WM in dem Jahr oder dem Jahr davor oder in dem danach, ich weiß es nicht mehr, irgendwie sowas. Und ja, ich bin kein Sportfan, absolut nicht. Werde ich auch nie werden. Aber zu der Zeit hat es mir halt irgendwie gefallen. Und hab dann halt schnell mir so die Rollenspiele, die jetzt auch in meiner Spielanreihe sind, und Tales of Symphonia, ich hab das irgendwo in meiner Zeitschrift gesehen und ich habe das überall gesucht, wirklich überall, und hab's dann bei Real gefunden, wo ich dann extra gesagt habe, hey, hier liegt was rum, von dem Geld kann ich mir das Geschenk für meine Tante, war es, glaube ich, oder meine Großmutter leisten, und dieses Spiel, du kriegst es zurückgezahlt, ich verzichte die nächsten Wochen immer auf die Hälfte meines Taschengelds, auf die nächsten Monate. Hat meine Mutter gemacht, ich war tiersglücklich. Ich liebte dieses Spiel abgöttisch. Ich mag es immer noch unheimlich gar nicht. Ich liebe diese Reihe. Gut. Nächster Punkt. Ich habe mir dann irgendwann von meinem ersparten Taschengeld eine PlayStation 2 gekauft. Und meine erste war kaputt. Was, naja, das heißt kaputt, sie hat funktioniert. Aber das Laufwerk war so ohrenbetäubend laut, dass es keinen Spaß gemacht hat. Du hast den Ton nicht verstanden vom Spiel, so laut war die. Und der Witz war, der Player, der dazu lag, der Vibrationsalarm war, was die Vibration, die Vibration war noch lauter. Das heißt, man konnte kein Spiel spielen, ohne dieses zu hören. Unheimlich. Habe ich also gleich verkauft. Damals hatte ein Kumpel, hatte gleich noch den Player finanziert. Deswegen haben wir uns die erst geteilt. Später hatte es dann nur ich. Und er hatte, ich glaube, Just Cause war's. So ein Spiel, was für mich todlangweilig ist. Und ich hatte Final Fantasy X geholt. Zur gleichen Zeit kam die Wii, also fast zur gleichen Zeit kam die Wii raus, weswegen mein Kumpel dann auch Twilight Princess hatte. Was heißt, wir haben viel verglichen, wir haben viele Spiele irgendwie zusammen mal geholt und zusammen angespielt, sehr, sehr Einzelplayer-Spiele waren. Also mit Olli habe ich sehr, sehr viel Zeit an der Konsole verbracht. Am PC weniger. Am PC, was habe ich groß am PC gezockt? Warcraft 3, aber auch irgendwie nur die Kampagne und auch meistens mit Cheats, weil ich im Multiplayer so schlecht war. Im Multiplayer habe ich mal ein bisschen CS gespielt, aber da war ich auch wirklich schon 16. Also hätte ich so spielen dürfen. Ja, Motion Sickness. Mir fällt dazu nichts weiter ein. Groß am PC kam denn nichts mehr. Lange, lange Zeit. Lange, lange Zeit. Bis ich dann Jade Empire hatte und Fable 1. Stimmt, Fable 1 war groß, groß. Wichtig für mich. Ich liebe die Fable-Spiele. Alle drei, also alle drei richtigen Fable-Spiele sind für mich wunderschön. Ich mag diese Spiele, ich mag diese gut-böse Entscheidung. Alles kommt, das hat ja jetzt nichts damit zu tun. So. Und von da an, von der ich diese PS2 hatte, die PS2 war für mich immer so ein besonderes Ding. Ich weiß nicht, woran das lag. Das ist für viele anders. Viele, die ich so, denen ich so zugehört habe, vor allem anderen Let's Playern, die immer so, ja, der Super Nintendo, der Super Nintendo. Ich hatte nie einen, wie gesagt. Und für mich war die PS2, ich habe das bei einem Kumpel gesehen, was so für Spiele für gehabt, und dachte immer so, oh, ist das toll, oh, du willst dieses Spiel auch haben. Und ich habe auch für die PS2 nach wie vor die meisten Spiele. Und auch die meisten, die ich nie durchgespielt habe. Ja, wie gesagt, ich spiele nicht viele Spiele durch. Ich spiele sehr viele Spiele an und auch sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr weit, aber halt irgendwie bis ich ein Spiel durch habe, kann es manchmal Jahre dauern. Auch wenn ich mir jetzt so dieses Jahr so sage, ja, du ziehst mehr Spiele durch, du ziehst sie wirklich durch. Und das funktioniert auch. Ich habe jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Stück dieses Jahr, glaube ich, geschafft. Ist ja auch egal. Und ich habe danach wirklich immer probiert, also irgendwann, wenn ich sie günstiger bekommen habe, außer der Wii, die habe ich dann wirklich relativ schnell mir gewünscht, habe es auch bekommen, und habe eigentlich seitdem immer so alles gespielt. Hauptsächlich, ich habe viel Japano-Zeug gespielt, weil es mir irgendwie am meisten gefallen hat. Beat'em Ups, bis zum Erbrechen, ich liebe Beat'em Ups, ich bin nur nicht gut darin, oder nicht sonderlich, also ich bin ganz passabel mit dem Abspiel, auf einmal was zur Kalibur angeht. Und Wrestling-Spiel habe ich dann lange Zeit gespielt, weil an der 19. Klasse war ich an der Gesamtschule. Oder integrierte Gesamtschule, wie es dort hieß. Und durch meinen einzigen wirklichen Kumpel dort, also den ich die erste Zeit hatte, danach kam noch ein, zwei, drei dazu, habe ich sehr viel Wrestling geguckt.
und dementsprechend auch die Spiele gespielt, weil ich sie bei ihm gespielt habe und die haben mir einfach Spaß gemacht. Cliff genauso. Wir haben sehr viel Zeit investiert, vor allem in die selbsterstellten Charaktere, weil wir konnten da Monster entwerfen, die sahen so unglaublich lustig aus. Oder auch halt relativ cool. War halt auch so ein bisschen, ich habe also viel Sachen im Multiplayer gespielt, aber viel, viel mehr im Singleplayer. Ich bin auch nie mit den ganzen Online-Multiplayer-Sachen so richtig warm geworden. Es gibt nur ganz wenige Spiele, die ich auch mal so online versuche, weil ich einfach von einem Spiel will ich meistens, deswegen komme ich jetzt einfach mal zu einem Ende. Ich will eine gute Story von einem Spiel haben, eigentlich. Oder zumindest ein so überzeugendes Spielprinzip, dass ich auf die Story verzichten kann, wie es halt bei vielen Beat'em-ups oder Hack and Slays der Fall ist, die ich dann auch gerne mal spiele. Und daher bieten sich für mich einfach Rollenspiele am meisten an. Oder Action-Adventure oder teilweise auch noch normale Adventure. Und ja, ich konnte nie so viel mit Shootern anfangen. Und deswegen hat sich das bei mir, glaube ich, alles so entwickelt, dass ich halt, wie gesagt, viel Rollenspiel, viel Strategie-Rollenspiel, weil mit rundenbasierter Strategie komme ich klar, da reingemogelt haben und hat sich so eine Sammelleidenschaft bei mir eigentlich entwickelt und dann habe ich diese Reihen und mag diese Reihen auch wirklich unglaublich gern. Und ich weiß nicht, manche sagen, ja, irgendwann kommt man aus dem Alter raus, wo man da spielt. Ich glaube nicht, dass es das bei mir der Fall ist. Ich habe da viel Zeit und viel Geld rein investiert, wirklich verdammt viel, wenn ich mal so richtig bedenke, wenn ich mir da auch gerade so mein Regal so im Augenwinkel betrachte. Und es ist mir irgendwo wichtig, ich rede gern darüber. Ich zeige es auch gern, wie ich jetzt festgestellt habe, dank Cliff. Und ja, was mehr fällt mir dazu jetzt leider auch nicht ein. Es ist einfach eine Sache, die finde ich schön. Eine Sache, die macht mir wirklich Spaß. Und ich genieße die Geschichten, die mir diese Spiele bieten. Denn Spiele haben im Vergleich zu, also ich bin generell medieninteressiert, Medienfreund, Mediensammler. Und Spiele haben eine ganz andere Art, an Geschichten heranzugehen. Klar sind viele Geschichten nicht so ausgefeilt und gut, vor allem nicht wie Bücher. Ich war eine tierste Leseratte mein ganzes Leben lang. Und natürlich ist ein Buch viel tragender, ein viel besseres Medium für eine Geschichte. Aber ein Spiel hat einfach so seine eigene Art. Und du investierst da viel mehr Zeit eigentlich rein als in Filme oder Bücher, da du trotzdem dranbleiben willst, aber du gleichzeitig auch noch die Sache hast, du verlierst deinen Spieltrieb, den ja die meisten Männer nun mal haben und auch viele Frauen dagegen kann man ja absolut, das kann man ja absolut nicht von der Hand weisen. Du bekommst gleichzeitig optisch, akustisch und auch vom Handling her, du musst verschiedene Steuerungen lernen und so weiter. Du bekommst auch in diesen drei Wegen bekommst du immer irgendwas geboten. Ob es gut ist oder nicht, musst du für dich selber entscheiden. Und deswegen faszinieren mich Videospiele einfach unheimlich dolle. Und tja, ich denke mal, wenn ihr euch den Schrott hier bis zum Ende angehört habt, geht es euch wahrscheinlich auch so. Und ich würde einfach vielleicht so ein kurzeres bekommen in den Kommentaren. Vielleicht, wie seid ihr dazu gekommen oder was war euer erstes Spiel und dergleichen. Das würde mich wirklich interessieren. Und vielleicht, wie gesagt, falls ihr Vorschläge für ein weiteres Thema habt, würde es mich auch freuen, wenn ihr mir die mitteilt. Oder wie gesagt, vor allem an Sephiron, Cliff oder Dede, falls einer von euch irgendein Thema hat, über das er mit mir reden möchte. Würde mich wirklich interessieren. Es ist nicht nur videospielbezogen, auch halt generell irgendwas in die Richtung Medien und dergleichen, wo wir halt so viele Stunden schon rein investiert haben in Gespräche, das einfach hier mal zu vertonen. Würde mich wirklich freuen. Und ich denke mal, ich beende das jetzt. Ich hoffe, euch hat es gefallen, dass ihr euch mit diesem ja, Format anfreunden könnt. Und würde daher bis jetzt sagen, dass ich euch noch viel Spaß mit unseren anderen Videos wünsche und gehabt euch wohl, euer Semni.